Los! Der Tunnel wird mit einer Zeitersparnis von bis zu 4 Minuten beworben. Wir machen den Test. Am Heumarkt geht es erstmal metertief abwärts in die Katakomben. Durch diese Tunnelhaltestellen entstehen nämlich viele längere Wege zu den Gleisen oder auch zum Umsteigen. Am Rudolfplatz, da musst du dann aus der 4. Tiefebene wieder hoch. Barrierefrei ist das nicht, wenn zum Beispiel mal wieder die Rolltreppe oder die Fahrstühle ausfallen. Und zack, sind die 4 Minuten um. Wie der Wettlauf ausgeht, seht ihr ja selbst. Darum, oben bleiben, Geld sinnvoll nutzen und kurze Wege.